12 Fußballbar mit einer weiteren Ausgabe aus Basel, aus dem Didi Offensiv. Und wir haben zwei Leute da, die sich sehr, sehr gut mit dem FC Basel auskennen. Und zwar der eine, der sehr direkt, nämlich der Georg Heiss, Sportchef vom FC Basel. Und der Christoph Kieslich von der Tageswoche, der auch in Basel ansässig ist. Und wir reden heute, das ist jetzt nicht wirklich eine grandiose Überraschung, wir reden über den FC Basel. Ein Thema, das euch wahrscheinlich befasst, tagtäglich, nehme ich jetzt mal an. Zwingend. Ja, wir steuern eigentlich schon gleich auf die Winterpause hin, Georg. Wie ist eigentlich so die Stimmung innerhalb des Vereins? Sind ihr zufrieden? Gibt es irgendetwas, das euch stört? Ja, grundsätzlich sind wir schon zufrieden. Was uns stört, ist, dass wir nicht in der Champions League sind. Das ist ja, glaube ich, auch allgemein bekannt. Aber sonst von der Vorrunde, wie sie bis jetzt läuft, sind wir sicher zufrieden. Ja. Ist das das, was man erwarten konnte vom FC Basel, dass durchmarschieren in der Meisterschaft? Gar nicht unbedingt, nein. Also, es war ja breit thematisiert, der Umbruch, der Verlust von wichtigen Spielern bis hin zur Ikone Marco Streller. Nein, das hätte man so nicht erwarten dürfen. IB hätte ja eigentlich im FCB den Kampf angesagt. Und jetzt müssen wir schon ein wenig ernüchtert fast feststellen, dass das hätte man sich jetzt auch nicht gewünscht, dass der Abstand so groß ist. Man hat sich nicht mal gewünscht. Noch ein Drittel. Nein, ist doch schön, wenn es enge Kampf ist. Das war so nicht zu erwarten. Nein. Wir fangen gerade mal ganz schwierig an, Georg. In 10 Jahren, wo steht der FC Basel in 10 Jahren? Ja, hoffentlich immer noch an der Spitze vom Schweizer Fußball. Also, das ist relativ simpel und damit sind wir vielleicht auch bei einem Thema, das wichtig ist. Also, wir können es nicht oft genug betonen. Für uns ist vor allem einmal die nationale Meisterschaft wichtig. Was international kommt, ist die Zugabe. Natürlich eine willkommene Zugabe, das ist klar. Aber das Allerwichtigste ist einmal, dass man national top ist. Und wenn man jetzt noch 10 Jahre vorausschaut, national ist klar sein Ziel. International, gibt es da irgendwie Bestrebungen, dass man denkt, man will die Lücken schliessen, die irgendwie besteht, vielleicht zu den grossen Ligen? Oder gibt es da irgendwie ein Ziel, wo man sagt, in 10 Jahren wollen wir dort und dort sein mit dem FC Basel? Nein, ich glaube, das wäre vermessen. Also, weil die Lücke zu den internationalen Top-Ligen, die wird immer grösser, das ist die Realität. Also die Budgets von diesen Mannschaften, wo wir international in Konkurrenz stehen mit denen, die werden immer grösser und unser Budget wächst auch, aber niemals in diesem Ausmaß. Was sagst du, wenn du 10 Jahre früher schaust für den FC Basel voraus? Ja, also, er hat natürlich jetzt ein Fundament sich geschaffen in den letzten 10 Jahren, von dem muss sich schon sehr gut arbeiten lassen. Ich würde sagen, ein Erfolgsgeheimnis ist natürlich die große Kontinuität, die personelle Kontinuität, die in der Vereinsspitze, in der Vereinsleitung herrscht. Zu der zählt seit einigen Jahren jetzt auch der Georg Heiss. Notabene jedes Mal Meister geworden, seit er beim FCB in Charge ist als Sportdirektor. Also er kennt es verlieren noch gar nicht. Wenn es mal einen Wechsel gibt in der Vereinsspitze, das wird dann wahrscheinlich die nächste große Prüfung werden für den FC Basel. So sehe ich das, weil die Leute machen einen guten, vernünftigen, sehr erfolgreichen Job. Und da braucht es dann schon auch gute, loyale Nachfolger. Du bist eine der wichtigen Personen in dem Erfolgspuzzle vom FC Basel, weil die Mannschaft ist laufend im Umbruch. Das heisst, man muss die Spieler ersetzen, die weggehen. Man muss jemanden finden, der einen guten Job macht, natürlich auf dem Gebiet. Aber gleich hast du, wenn man es mal bös formuliert, das ist eigentlich der einfachste Job der Welt. Du hast ein gutes Budget zur Verfügung, du kannst Spieler holen. Der FC Basel hat mittlerweile so ein Standing, dass er sogar wenn du jetzt nochmal 3 Carignano-Transfers machen würdest, dann würden wir das immer noch nicht nachtragen. Das Geld ist immer noch da. National, du kannst auf einer guten Mannschaft aufbauen. Das heisst, Meister wirst du sowieso. Du hast eigentlich den einfachsten Job. Ja, das mag vielleicht ein bisschen so aussehen. Nein, also, meine, die Realität ist auch, dass der FC Basel sich selber muss finanzieren muss, beispielsweise. Und dass wir es uns nicht erlauben können, ich sage jetzt mehrmals hintereinander, in einem Transferfenster Minus zu machen. Also, wir sind auch darauf angewiesen, dass die Finanzen stimmen bei uns. Wir haben keinen Mäzen hinten dran, der ein allfälliges Loch würde decken würde. Selbstverständlich haben wir gewisse Reserven können bilden. Und wir haben sicher auch gewisse Möglichkeiten auf dem Markt, die grösser sind als bei anderen Mannschaften. Aber nur weil man grössere Möglichkeiten ist, heisst das nicht, dass man nicht auch Fehler macht. Und wir haben sicher auch Fehler gemacht, also, wenn man nicht wegdiskutiert. Was sind die grössten Schwierigkeiten für dich in deinem Job?
Ja gut, das ist natürlich die Halbwertszeit von einem Spieler beim FC Basel, wenn er wirklich herausragend ist, die wird immer kürzer. Und ein Phänomen ist auch, dass es gerade auch eigene junge Spieler, die ja von uns auch gefordert wird, zu Recht gefordert wird, dass wir die nachziehen, dass die, wenn sie wirklich herausragend sind, dass die halt nicht mehr sehr lange in der ersten Mannschaft bei uns sind. Und wir müssen permanent vorausdenken, wir müssen immer denken, was ist, wenn der geht, was ist, wenn einer auf eine andere Position geht. Also es sind eigentlich chronisch sind 4 bis 5 Spieler gefördert, um uns zu verlassen. Also für die Aussage, die Rahmenbedingungen sind eigentlich komplizierter als bei vielen anderen Clubs. Genau aus dem Grund, weil der FC Basel halt so ein Durchlauferhitzer geworden ist. Und die ständige Überprüfung, du musst immer 2, 3 Leute auf jeder Position haben, oder? Die für dich in Frage kommen und die sind dann auch nicht mit einem Fingerschnippen verpflichtet. Das ist auch noch ein klein wenig Arbeit dahinter. Gleichzeitig ist es aber auch so, auch wenn der Dervis Gonzalez da schnell beim FC Basel kommt, gut Schnupperlehre machen, dann verkauft man ihn nachher doch mit relativ sattem Gewinn, oder? Das ist ja eigentlich das Gute. Ja gut, aber es gibt auch den sportlichen Aspekt und wir wünschen uns manchmal schon auch ein bisschen mehr Kontinuität in der Mannschaft. Wir sind halt einfach nicht in der Situation, dass wir die Spieler dann wirklich langfristig heben können. Und ich meine, es wäre nur schon schön, wir könnten mal 3 Jahre so einen Dervis Gonzalez haben, aber die Realität ist einfach eine andere, das müssen wir sehen. Und ist das ein Hindernis, dass du, wenn du dich für Spieler interessierst, die eine gute Verstärkung wäre für den FC Basel, dass du dann eigentlich keine kompetitive Meisterschaft kannst bieten? Also, ja, das finde ich jetzt ein bisschen überspitzt formuliert und kommt sicher auch aus dem Moment raus. Also man muss schon sehen, von den letzten Meistertiteln, die wir geholt haben, sind lange nicht alle so geholt worden, dass man früher einen grossen Vorsprung hatte. Es ist sehr oft eng geworden am Schluss, weil die Gegner auch gut gewesen sind, weil dort auch gut geschafft wird einerseits und andererseits, weil wir natürlich schon eine wesentlich größere Belastung haben im Normalfall als Konkurrenz bei uns. Aber das ist sonst das ist nicht etwas, das gefordert wird. Das langt eigentlich für einen Spieler wie der Dervis Gonzalez, langt jetzt eigentlich das Angebot, hey, bei uns, Basel ist eine sehr gute Adresse, da kommst du noch einen Feinschliff über, du kannst in der Champions League spielen, das sind Argumente, die ziehen, nehme ich jetzt mal an, bei so Spielern. Ja, es ist selbstverständlich so. Also wir sagen auch zu so einem Spieler, dein Ziel muss sein, dass du nicht ewig beim FC Basel bleibst. Also ein Spieler, der zum FC Basel kommt, muss Ziel haben, dass er möglichst bald in eine Top-Liga kommt, weil das ganz einfach auch die Qualität des Spielers zeigt. Also wenn wir Spieler holen, die einfach zufrieden sind, dass sie da sind, dann ist es auch nicht mehr gut. Aber wir wünschen uns halt trotzdem, dass sie ein bisschen länger bei uns würden bleiben, auch gerade speziell im Fall von Dervis Gonzalez, weil 12 Monate ist dann schon nicht wahnsinnig lang. Das, ja das sind die Ansprüche, die du hast an die Spieler. Dann gibt es ja noch die Ansprüche, die auch die Fans zum Beispiel stellen. Dass jetzt der FC Basel vielleicht mal, man ist doch so nah dran, man schlägt Chelsea und so, da muss man doch einmal einen Spieler holen wie ein, weiß nicht, einen Hazard oder so, irgendetwas in dieser Grössenordnung. Oder ist das da noch einigermaßen realistisch? Was Fans erwartet jetzt? Ja, nein, es ist nicht realistisch, weil man muss schon sehen, in welchem Umfeld national sich der FC Basel bewegt, was er für eine Gehaltshierarchie hat. Selbstverständlich wird der FC Basel vermutlich neben IB oder noch vor IB die höchste Gehälter zahlen in Fixlöhnen in der Liga. Aber du kannst das ja nicht sprengen, die Konstrukt nur mit einem Star, der dann der erstens teuer in der Anschaffung ist und dann auch teuer im Unterhalt. Ja. Also das bringt in der Regel das Gefüge durcheinander, seht böses Blöd, keine gute Idee. Ja, also das ist nicht meine Idee, ich meine, das ist so der vernünftige Weg natürlich. Absolut. Aber irgendwann muss man sich doch, also wenn ich jetzt Fan wäre vom FC Basel, dann müsste ich mich doch irgendwann fragen, ja, was wollt ihr eigentlich? Also eben, in der Liga dominiert er ja eh und wenn er die anderen wollt aufholen, dann müsst ihr jetzt da mal so richtig, richtig Schub geben. Das ist so die gleiche Anforderung, wie die Leute national an IB zum Beispiel haben, wenn sie euch aufholen wollen. Da muss man jetzt mal richtig reinbuttern und dann kann man da auch etwas gut machen. Ja, ich glaube, dass die Fans in Basel schon auch wissen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass der Club solid finanziert ist und dass es nichts bringt, wenn man da jetzt geht, alles auf Rot setzen für ein Jahr. Die Kunst ist am Schluss, jetzt der Hazard ist jetzt ein bisschen sehr hochgegriffen, aber dass man halt so einige Top-Talente verwünscht in dem Moment, wo sie erst am Steigen sind eigentlich. Und dann ist es aber halt auch so, dass sie bei uns halt weiter steigen und dann davon fliegen. Ja, und außerdem müssen wir ja auch sehen, also ich meine, wenn man jetzt mal anschaut, was der FC Basel nur in den letzten 3, 4 Jahren geleistet hat international. Champions League Achtelfinale, Europa League Viertelfinale, Europa League Halbfinale. Ja, ich meine, das sind schon Ausrisser nach oben.
Ja, da würde sich, ich meine, viele europäische Clubs mit großem Namen, die würden sich schon die Finger schlecken, überhaupt in der Europa League teilzunehmen, ja, weil sie halt in einer kompetitiven Liga spielen, wo es schwierig ist, so einen Platz zu erreichen. Und meiner Auffassung nach ist jetzt zum Beispiel auch hier in Basel das Nicht-Erreichen der Champions League, ja, so unglücklich das auch war gegen Tel Aviv, ja, wo man unterm Strich sagen muss, hätte man sich schon qualifizieren können, war jetzt kein Übergegner. Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute es doch auch hingenommen haben nach dem Motto, okay, ist nicht jedes Jahr möglich, Champions League zu erreichen. Jetzt sind wir mal gescheitert am Gegner, den man dann in dem Fall auch noch zweimal vorher geschlagen hat im Europapokal. Mhm. Ich habe im dritten Mal bist an einem abprallt. Aber es ist ja nicht so gewesen, dass die Leute Defi-Enttäuschung, dass es Pfiff gehen hat oder sowas. Ja, man hat es akzeptiert. Man spielt Europa League, finde die Zuschauerzahl auch. Ist im Schnitt, ist okay, ja. Es ist nicht irgendwie so, dass die sagen, ja, interessiert mich nicht. Mhm. Gibt sicherlich einige, die lieber Champions League lügen, ja, die es dann auslösen, die gibt's. Aber ich glaube, diejenigen, die bisher im Stadion waren, haben Grund genug gehabt, sich entweder zu freuen oder wie gegen Belenenses sich zu ärgern. Aber ist das nicht auch ein Problem vom FC Basel, dass er so ein bisschen wie gefangen zwischen zwei Wettbewerben ist? Also man muss eigentlich einerseits gerüstet sein, du hast vorhin gesagt, das ist das Wichtigste wie die nationale Meisterschaft, das muss irgendwie funktionieren. Andererseits, natürlich, wenn man sich Ziel setzt, kann es nicht sein, okay, wir wollen zum 35. Mal in Serie Meister werden, sondern wir wollen vielleicht mal in ein Champions League Viertelfinale. Ja, das ist so und das macht dann am Schluss auch einen grossen Teil von dem ganz berühmten strukturellen Defizit aus, dass wir natürlich schon schauen bei der Kaderzusammenstellung, dass es auch für die internationalen Wettbewerbe möglichst lenkt, oder? Das ist klar. Und das ist ein Spagat, der nicht immer so einfach ist. Ja. Und vor allem auch die Erwartungshaltung schürt man natürlich mit dem, dass man das Fans findet. Jetzt ist die Meisterschaft schön und gut, aber wir wollen jetzt etwas Größeres. Man das sieht, man, wenn gegen Schalke ist nicht ausverkauft in der Champions League. Jetzt die gegen Maccabi hat es wie viel gehabt? 17.000 oder so in der Champions League Qualifikation. Dass da die Erwartungen halt einfach schon noch immer zu anders sind mittlerweile. Habt ihr euch selber angezüchtet, muss man sagen, mit so viel Erfolg? Ja, ein Stück weit schon, oder? Ich meine, das Publikum hier in Basel ist auch verwöhnt worden in den letzten 10 Jahren. Das ist so. Ja, das ist das eine. Zum anderen muss man auch das Einzugsgebiet anschauen. Und das ist nicht so riesig, das müssen wir schon sehen. Wir haben natürlich gemessen am Einzugsgebiet haben wir fantastische Zuschauerzahlen, auch in der Europa League. Aber es ist auch völlig logisch und menschlich, dass wenn die Leute mal so ein Match erlebt haben wie gegen Manchester United und, ich muss jetzt nicht alle aufzählen, oder? Dass dann natürlich die Erwartungen relativ hoch sind und dass es auch Enttäuschungen gibt und dann kommt man halt vielleicht einmal nicht an den Match. Mhm. Ist das etwas, wo du findest, da müssen irgendwie der FC Basel ein bisschen drauf schauen, dass man nicht die Leute zu fest, eben, man muss dann ja immer etwas bieten, der Erfolg darf nicht alltäglich sein. Also es gibt doch den Ausspruch, das ist das Herberg, der gesagt hat, die Leute gehen Fußball schauen. Weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Das ist jetzt ja in der Schweizer Liga nicht unbedingt der Fall, jetzt im Fall vom FC Basel. Ja, es liegt ja nicht am FC Basel allein, dass er so einsam an der Spitze steht. Ich meine, das ist schon ein klein wenig das Erschütternde, dass die Konkurrenz, selbst wenn es mal eine Schwächeperiode gibt vom FCB, wenn er Schwäche zeigt, dann gehen sich gleichzeitig auch Punkte ab. Ja, das war in der Schlussphase von der vergangenen Saison so. Jetzt ist es im frühen Stadium der Saison, stellen wir das fest, das ist sehr bedauerlich. Jetzt, wenn man es nur rein von einer neutralen Warte anlegt, ja, FCB wird sich nicht beschweren, dass er 13 bzw. 14 Punkte Vorsprung hat. Was haben wir jetzt? November, Anfang November? Ist schon sehr erstaunlich. Wir haben es handgehoben auch schon anders erlebt, oder? Jetzt weiß ich nicht, ob IB in der Lage ist, so eine Aufholjagd zu starten. Kann ich schwer einschätzen. Die Fans selber, die Erwartungshaltung, jo. Der FC Basel profitiert natürlich extrem davon, dass er in einer Fußballstadt daheim ist, dass da eine große Fußballkultur herrscht in dieser Stadt. Er hat eine extrem treue Stammkundschaft bei der Joris-Karte. Und das gibt ihm auch eine gewisse Sicherheit zu wirtschaften, in Zukunftslüge. Ja, und das mit jedem Erfolg, ich meine, der Erfolg, wenn der Meistertitel eingefahren ist, sind die Verantwortlichen schon mit den Gedanken gelenkt in die neue Saison, weil der Erfolg von heute zählt morgen schon fast nichts mehr.
Was sind die Sachen, die du würdest sagen, das ist etwas, was du jetzt sagst, das ist etwas, was man zumindest im Auge behalten muss, dass man die Leute noch irgendwie bei Stangen behalten? Was sind sonst noch so die Herausforderungen, die du weißt, dass die werden auf euch oder auf dich zukommen? Ja, es wiederholt sich. Das sind natürlich schon die Begehrlichkeiten, die die Auftritte von unseren Spielern wecken. Eigentlich mittlerweile alle halbe Jahr. Es ist ja nicht einmal mehr so, dass es nur im Sommer der Fall ist, sondern wir haben auch schon im Winter Spieler verloren, wichtige Spieler verloren, die wir eigentlich hätten wollen heben. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass das Publikum auch nebst Titel auch unterhalten werden will. Und das ist ja etwas, das ist eine Diskussion, die uns auch immer wieder begleitet. Das heisst, jetzt ist es zu wenig spektakulär. Ja, es ist klar, aber manche Club würde sich wünschen, es würde darüber diskutiert, dass sie zwar gewinnen, aber zu wenig spektakulär spielen. Vielleicht müsstet ihr mal anstreben, dass vielleicht die Begrenzung aufgehoben wird, dass nicht zwei Mannschaften vom gleichen Verein dürfen in der gleichen Liga spielen. Dann könnt ihr dann mit dem FC Basel 2 noch vielleicht in die Superliga aufsteigen. Dann gäbe es noch vielleicht eine Herausforderung. Interessante Theorie. Ich kann es so machen. Etwas anderes, wo auch noch eine Schwierigkeit ist für dich. Wir haben vorher Benny Huckel stark in der Sendung. Und das war eine Zeit, in der Benny Huckel gespielt hat, wo ja ganz viele Leute aus Basel in dieser Mannschaft gespielt haben. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden. Ist das von außen gesehen, würde ich das eben so begründen, dass es halt so ist, dass ihr mittlerweile neue Ansprüche habt und es ist relativ schwierig, also um die Ansprüche zu erfüllen, braucht ihr Spieler, die sehr gut sind, die holen davon neu mit, gleichzeitig hat es dann keinen Platz mehr für die eigentlich eigenen Spieler. Das ist ja etwas, was dich auch noch betrifft. Also jetzt haben wir den Bolo, der spielt. Ja, das kann ein Teil sein. Der Thailand Chaka spielt auch. Der Kuzmanovic war beim FCB im Nachwuchs gewesen. Aber es ist natürlich so, dass je höher das Niveau von dieser Mannschaft ist, desto schwieriger ist es für einen eigenen Jungen, dass er sich festsetzen kann in dieser Mannschaft. Und es ist aber auch so, dass einfach nicht jeder Jahrgang beim Nachwuchs gleich viele gute Spieler rausbringt. Und ja, es ist, wir können sie auch nicht uns malen. Ja, sondern es reicht, aber es reicht halt eben nicht am Schluss. Und man darf eins nicht vergessen, es ist natürlich auch ein historischer Zufall gewesen, der noch nicht so lange zurückliegt, dass die Generation der Streller, Huckel, Frei, Dobi im FCB, nicht in der Endphase ihrer Karriere, aber gegen Ende, nun wieder zurückgekommen sind. Gleichzeitig hat es Goethe Jahrgang gegeben. Aus dem Nachwuchs. Das heisst, wir haben dann ein Achtelfinale gegen Bayern München in der Champions League, wo, korrigiere mich, 7 oder 8 Spieler in der Startelf waren, die beim FCB ausgebildet worden sind oder mal beim FCB als Profi gespielt haben. Das ist natürlich ein absolut Ausrisser nach oben. Ja. Das kann man sich auch nicht malen, das kann man nicht konstruieren. Das ist jetzt eine schöne Zeit gewesen. Davor werden die Fans wahrscheinlich auch noch lange zehren, weißt du noch, damals. Ja. Und so soll es wahrscheinlich auch stehen bleiben. Und ansonsten müsste der Verein selbstverständlich über den Tellerrand überlügen. Ja, also anders kannst du Profifußball, wenn du auch noch in Europa anstehen willst, heutzutage nicht machen. Wir kommen gerade noch mal auf das zurück. Wir können ganz kurz in Pause und sind wieder für euch. Wir sind wieder zurück in der 12 Fußballbar mit dem Sportchef vom FC Basel, Georg Heitz und Christoph Kieslich. Und du bist ja unter anderem auch Co-Autor von dem Buch 111 Gründe, den FC Basel zu lieben. Hat das einen Einfluss? Eben, wir sind vorher bei den vielen Leuten, die aus Basel kommen. Hat das einen Einfluss darauf, wie lässig man den FC Basel findet, ob jetzt viele eigene in der ersten Mannschaft spielen oder nicht? Ja, das macht es natürlich, wie soll ich sagen, emotional näher. Aber ich glaube, unterm Strich nicht. Ich glaube, ein Fan liebt es vor allen Dingen, wenn sein Verein erfolgreich ist und gewinnt. Und wenn er ein richtiger Fan ist, dann leidet er natürlich auch mit dem, wenn er verliert und vielleicht einmal abstiegt. Das kommt jetzt für den FCB nicht so in Frage. Das wird recht schwierig. Dann müsst ihr wirklich recht viel falsch machen. Ja, und insofern ist das also nicht selbstverständlich, ist, und ich glaube, das ist der Verantwortliche beim FCB ja auch klar. Deswegen betreiben sie auch eine sehr aufwendige Nachwuchsarbeit. Ja. Also, da werden ja auch ein paar Franken und nicht wenige Franken investiert pro Jahr. Natürlich lügen sie darauf, dass sie eine gute Mischung ankriegen. Aber das ist kein Wunschkonzert. Ja. Wir haben Jahrgänge gehabt in der Jugend, wo schwierig war, auch talentierte Fußballer, denen dann aber so das gewisse Extra gefehlt hat, um Platz in der ersten Mannschaft zu finden. Aber um das auch mal zu sagen, die Ausbildung war ja auch nicht umsonst, weil die Spieler landen im Zweifelsfall bei der Challenge
in der Challenge League oder bei einem Superligist, der ein schmaleres Budget hat oder. Gehen in die Erstliga runter. Also der FCB befruchtet sozusagen dann auch die Fußballszene wieder mit gut ausgebildeten Fußballern, denen es halt nicht lenkt, dann mal Champions League zu spielen. Aber mittlerweile ist es ja auch so, dass bei den Jungen gerade eher IB eher angesagt ist, oder? Bei den Top-Talenten. Das merkt ihr wahrscheinlich schon auch, oder? Weil man dort halt Chancen hat, als Junge zum auch dort spielen können, was bei euch halt einfach... Ja, klar. Also es ist natürlich, wobei es ist eine Momentaufnahme. Mhm. Wir wollen dann schauen, wie es in einem Jahr wieder aussieht. Wir kommen von einem Wochenende, wo unsere U-Mannschaften 3 Siege gegen IB gelandet haben. Das möchte ich da auch sagen. Sie haben im Moment viele gute Spieler, junge Spieler in der ersten Mannschaft. Das ist zweifellos so. Das muss man neidlos anerkennen. Mhm. Etwas, was ja noch fehlt, ein bisschen, oder was sich viele Fans zumindest zurückwünschen, ist eine Rivale, die es wieder gibt, die den FC Basel kützeln kann. Ist da irgendjemand, hast du jemanden im Kopf, der das irgendwann könnte werden? Ja, also es gibt nach wie vor sehr viele gute Clubs in der Schweiz. Ja, und IB ist gefährlich. IB hat Mäzen, wo die Mannschaft können schon noch mal, ich denke, auf eine nächste Stufe aufheben können. Und man muss aufpassen, dass man jetzt nicht aus dem Vorsprung, der im Moment besteht, jetzt da etwas ganz Allgemeines formulieren. Bei uns werden wieder Spieler abgeworben werden, bei den anderen wahrscheinlich auch. Wir haben auch schon Umbrüche gehabt, was schwierig war Anfang der Saison, beispielsweise. Wir sind zum zweiten Mal jetzt nach einem grossen Umbruch gescheitert in der Champions League Qualifikation. Mhm. Das war 2012 der Fall und jetzt ist es 2015. Das sind an sich die beiden grössten Umbrüche, die ich jetzt erlebt habe, beispielsweise beim FC Basel. Also, es gibt keine Garantie für uns, dass wir immer auf dem gleichen Niveau sind. Und die anderen werden nachher vor allem alles machen, zum Aufholen. Das ist ja viel, wo das dann ein bisschen verteidigen, die Serie vom FC Basel sagen, ja, es hat ja schon so viel Serien gegeben. Im Schweizer Fußball mal ist GC eine Zeit lang immer Meister geworden, danach ist IB eine Zeit lang immer Meister geworden. Aber man muss schon sagen, ich meine, das heute ist eine andere Zeit. Also wenn ihr in der Champions League teilnehmt und das mehrmals in Folge, dann habt ihr so einen Vorsprung, wo euch eigentlich niemand gefährlich werden kann, wenn ihr jetzt nicht gerade ein komplettes Eich macht. Nein, das glaube ich nicht, weil eben, es gibt andere Mannschaften, die haben Leute hinter dran, die finanziell den Club stützen. Und das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben unsere Fans, unsere Fans. Wir müssen uns selber stützen. Mhm. Oder? Und man muss auch sehen, es zahlt uns auch niemand das Geld, wenn wir das Kader so gestalten, um eigentlich in die Champions League reinzukommen. Wir schaffen es nachher nicht. Dann ist ja niemand da, der sagt, jetzt kriegen wir Geld. Weil das ist die Diskussion, die jetzt auch wieder läuft. Oder müssen wir nicht die Champions League-Gelder anders verteilen in der Schweiz? Ja, dann werden wir aber auch Geld sehen, in dem Moment, wo wir es nicht schaffen, von den anderen Mannschaften. Siehst du denn jemanden, der im FC Basel gefährlich werden kann? Du hast jetzt IB schon angetönt. Ja, also ich habe in dieser Saison eigentlich wirklich gedacht, dass der FC Sion Kandidat wäre. Du bist doch auch schon lange in der Schweiz. Absolut. Sollst du aber langsam wissen, wie der FC Sion funktioniert. Ja, das habe ich natürlich schon auf die Rechnung gehabt. Aber ich habe, man hat wirklich das Gefühl gehabt, es ist nicht nur eine Ansammlung von individuell guten Spielern, sondern ich meine, das haben sie ja gezeigt, auch hier in Basel beim Cup-Endspiel. Ja. Wie immer natürlich die besonderen Umstände, wenn ja. Sion im Cup ist und im Finale. Aber einen Weg, man hat das Gefühl gehabt, da herrscht jetzt auch eine kleine Kontinuität mit dem Trainer. Also er ist nicht erst seit 4 Wochen im Amt. Ja. Man hätte sich schon ein mehr vom FC Sion erwartet. Auch das ist ein Enttäuschung. Ich meine, eigentlich ist bis dato immer noch GC, die Überraschungsmannschaft von dieser Saison, halt jetzt auch schon durch die erst durch das Wochenende jetzt eigentlich distanziert. Ja. FCB gewinnt, soll man sagen, durchaus glücklich 2-1 in Vaduz und GC stolpert daheim wie getan und schon sind es 13 Punkte. No, wir sind eben leider schon gleich am Ende, aber etwas wird jetzt noch als Schlusseinschätzung. Was ist denn das Maximum, das der FC Basel erreichen kann? Und jetzt mal über längere Frist. Nicht, dass er so einmal kann in ein Champions League Viertelfinale oder so kommen. Gibt's weiter oben noch etwas? Kann sich der FC Basel so weit führen bringen, dass nachher die Leute in Afrika FC Basel-Libri anlegen? Und machen sie jetzt schon, oder? Gibt's im einen oder im anderen Land. Nein, wir müssen wissen, in welchem Heimmarkt das wir uns bewegen. Und der Heimmarkt ist einfach vergleichsweise klein. Das ist einfach die Realität. Und eine Garantie, eine gewisse Regelmäßigkeit zu haben, in einem Champions League Achtelfinale beispielsweise, glaube ich, gibt es nicht. Weil, wie gesagt, da wird einfach mit ganz anderen Summen nochmal operiert im Ausland.
Ich meine, wenn der FCB jetzt in dieser Saison möglicherweise zum siebten Mal in Reihe Meister wird, ja, dann ist das zum Beispiel auch schon etwas Historisches, ja, ein weiterer Meilenstein. Und man muss auch mal überlegen, ich finde das gut, manchmal auch so klein vergessen. Der FCB spielt jetzt, korrigiere mich, seit 1999, das war damals, glaube ich, UI-Cup, ja, spielt er ununterbrochen international. Jetzt kann man sagen, okay, in einer kleineren Liga ist es auch ein klein wenig einfacher, aber einen Weg, er spielt ununterbrochen international. Kann man sich auch mal darüber freuen, also finde ich nicht so schlecht, die Bilanz. Schlecht ist es auf keinen Fall, was der FC Basel bietet. Danke vielmals, dass ihr da war, Christoph Kieslich. Georg Heitz, für euch danke vielmals fürs Zuschauen. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dann, zwischen Lektüre für euch ein Jahresabo zu gewinnen vom Fußballmagazin 12. Teilnahmebedingungen auf ssfmedia.ch. Wir sehen uns wieder in der 12 Fußballbars nächstes Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, die Offensive. Bis nächstes Mal. Tschüss zusammen.